haben wir halt einen Weg gesucht, einen Film zu machen, der das Design sowieso zeigt durch sehr viele Fahraufnahmen und sehr viele dynamische Fahraufnahmen, versuchten die Technik zu visualisieren mit zwei Wagen. Das betraf zum größten Teil das fiktive Fahren. Und da wurden wir fündig beim Drachenfliegen und haben uns überlegt, ob man nicht mit 2A5 einen Drachen steigen lassen kann. You know, with four-wheel drive, it's still so easy to steer and control. Das Ganze dann getestet, mehrere Male getestet und wir wollten es nicht faken. Also es war schon Audi-like, was die Historie betrifft, dass Audi schon mehrmals so Filme gemacht hat, die quasi eine Beweisführung für die Technik waren. Ob es die Schanze war zum Beispiel, wollten wir auch die Technik anhand eines Beweises darstellen.